Liebe Zuschauer, Sie wissen, seit kurzem haben wir ein neues Studio. Das sieht genau so aus. Da sitze ich mit meinen werten Kollegen. Aber was Sie auch feststellen ist, irgendwie ist das noch sehr leer. Es fehlt noch so die individuelle Note auf dem Tisch, irgendwas Schönes. Und das Schöne ist ja, dieses Wochenende ist mal wieder Promenadenflohmarkt. Ich habe also mal in meiner Kasse gewühlt, die auf meinem Schreibtisch stand, und habe noch stolze 2,78 Euro. Und für dieses Geld werde ich hier mal ja, was Schönes auf dem Promenadenflohmarkt für unser neues Studio suchen gehen. Kennen Sie eigentlich schon unser neues Studio, Center TV Studio? Nein, kenne ich nicht. Aber was sagen Sie, wenn Sie das so sehen? Sieht gut aus. Sieht gut aus, ist aber noch ziemlich leer. Es fehlt noch so was Schönes, Individuelles. Deswegen bin ich jetzt hier auf der Suche nach ja, einem kleinen Stück, was vielleicht noch in dieses Studio rein kann. Ich habe aber nur 2,78 Euro dabei. Was können Sie mir denn empfehlen für unser Studio? Was? Haben Sie was Schönes für mich vielleicht? Ja, wir haben nur schöne Sachen da. Das ist ein Schuh, wo man Ringe reinstecken kann. Ringe? Ringe. Aber ich habe ja gar keine Ringe. Schmuckringe, irgendwas. Okay, Sie wollen also diesen Schuh, sagen Sie? Das, den schenken Sie uns? Ja. Wirklich? Ja. Für unser Studio? Richtig. Aber ich habe ja die 2,78 Euro. Kannst du was anderes verkaufen? Schauen Sie mal, lieber Zuschauer, wir haben das erste Utensil für unser neues Studio, diesen wunderschönen Ringschuh. Sagen, wenn Sie im Münsteraner Studio sind, geht es doch nichts Besseres als, ich würde sagen, ein bisschen Lokalbezug noch. Und da haben wir etwas, was wir ausnahmsweise für Sie bereitstellen würden, für 2,78 Euro, ein Architekturführer Münster, den wir jahrelange Arbeit ein Architekturführer gemacht haben. Ein wunderschönes Objekt, das unsere Stadt von der besten Seite zeigt. Und ich würde sagen, in diesem Studio kann man so etwas doch gar nicht besser präsentieren. Wunderschönen guten Tag, die Damen. Schön der Flohmarkt? Doch, das ist der schönste Flohmarkt der Welt. Ich war schon an vielen anderen Stellen, aber so schön wie in Münster ist das nirgendwo. Die Dame hier rechts von mir, ne, die hat mir gerade empfohlen für unser neues TV-Studio, was ich gerade neu einrichte, dieses wunderschöne Schwein zu erwerben. Jetzt habe ich aber nur 2,78 Euro dabei. Also da gehen wir doch glatt weg runter auf 2,50, dann haben Sie noch 28 Cent. Für ich bin ja ein guter Händler. Ne? 2,20. Das Schwein für 2,20. Das ist absolut zu wenig. Schauen Sie, ich kriege das ja nicht geschenkt. Ne? 2,15. Sie sehen, das ist von Bulli, ne? Ja. Was soll das kosten? 2,50 und es gehört Ihnen. 2,40. Und Tor 3. 2,45. 2,45 und Tor 3. Auch, okay, ja. Machen wir so. Sie haben mir das empfohlen. Ich hoffe, das bringt dann auch Glück, ne? Ja, deswegen habe ich das Gewehr ausgewählt. Okay, dann würde ich sagen, dann kaufen wir jetzt schon mal für 2,35. Nein, 2,45. 2,45, das Schwein. 2,45. Okay. Seid ihr zum ersten Mal auf dem Flohmarkt hier in Münster, oder? Ich schon. Und? Ja, ich habe was gefunden. Du wirkst ja schwer begeistert. Ja, ich habe halt nicht so viel gefunden. Und Ihr Eindruck? Viel Gedöns. Was man nicht braucht, oder? Genau. Ich könnte eher was dazustellen als mitnehmen. Haben Sie was, wo Sie sagen, das muss noch mit in Ihr Studio und das gebe ich Ihnen für geschlagene 28 Cent? Ich sage Ihnen sofort, dann schenke ich Ihnen sogar ein Teelicht, ja, was hier reinpasst und das sieht doch super aus. Es ist reiner Bienenwachs, ja. Und das Teelicht brennt 4 Stunden. Ja. So. Aber nicht, dass das Studio dann brennt, ne? Nein, das Teelicht geht von selber aus. Das ist kein reiner Wachs. Und das ist Weltklasse, sagen Sie? Nein, das ist keine Weltklasse, ja. Das ist Altölverwertung, junger Mann. Ah,
keine Weltklasse, Altölverwertung. Altölverwertung und deswegen schenke ich Ihnen ein reines Bienenwachs. Und da muss ich noch nicht mal die 28 Cent. Nein, brauchen Sie nicht mal dafür zahlen. Münster ist spendabel. Ja. Oh ja. Was ist mit diesem Hund da? Nee, das ist eine Katze, das ist was ganz Besonderes. Was ganz Besonderes. Ich habe eben noch gesagt, das ist ja wohl das Hässlichste, was bei unserem Stand steht. Aber vielleicht und das kriegen wir, oder was? Da wurde mir gesagt, das ist eine 70er-Jahre Trendkatze. Und die würden Sie mir für 28 Cent geben? Die würde ich dir sogar auch für 0 Cent geben. Nein, ich bezahle für die hässlichste Katze jetzt 28 Cent. Ja, liebe Zuschauer, Sie sehen, ich bin zugepackt mit neuen Sachen für unser Studio. Diese wunderschöne Katze hier, dieser Schuh, dieser Führer, Kerzen und natürlich das Glücksschwein. Und meine 2,78 Euro, die ich hatte, die sind jetzt tatsächlich futsch. Aber dafür wird unser Studio hiermit aufgehübscht. Und all das gab es hier auf diesem wunderschönen Promenaden-Flohmarkt in Münster.